Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ein kurzes Update zu meinem Setup-Video. Ich habe ja mal vor einigen Wochen ja mein Commodore 64 und Linux-Setup so ein bisschen vorgestellt. Und da gab es doch die eine oder andere Frage dazu. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail reingehen, wie ich das Ganze mit OBS verknüpft habe, sage ich mal. Zumal es dort auch jetzt eine Änderung gibt im Vergleich zum letzten Video. Ich mache mal eben hier das Geflacker von den Boxen hier aus. Und zwar, wie Sie sehen, Sie jetzt einen bunten Bildschirm und das liegt an der Scala-Box, an der Retro-Scala-Box. Die ist jetzt schon an, aber bekommt kein Signal und deswegen kommt da jetzt so eine Art Testbild, weil ich den Commodore anmache. Oh, Wunder, Wunder. Ist dann dementsprechend der Commodore hochgefahren. Da die Final Cut Bridge 3 drin ist, hat man dementsprechend so ein Begrüßungsfenster. Wenn man das nicht haben möchte, kann man einfach ganz normal über Desktop hier rausgehen, beziehungsweise über Basic, und dann wäre man im ganz normalen Basic drin. Oder man startet den Commodore mit gedrückter Runstop beziehungsweise Commodore-Taste. Und dann wäre man auch direkt im Basic drin. Wenn ich jetzt Reset drücke, bin ich automatisch immer wieder im Commodore 64-Modus drin. Hab die ganz normalen Funktionen, die die Final Cut Bridge so mit sich bringt. Also so eine Art DOS-Loader, sage ich mal, so ein Speed-Loader ist mit drin. Mit so schönen F-Tasten. Ja, da habe ich ja schon eigentlich ein Video zu gemacht. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, die Floppy. In Summe habe ich jetzt 3 Stück. Und alle 3, die funktionieren nicht. Und da bin ich noch irgendwie dran, die zu reparieren. Beziehungsweise aus 3 wenigstens eine zu machen. Ja, da fehlen mir noch ein paar Infos. Welche Chips ich da auswechseln muss. Und solche Geschichten. Ja, das wäre jetzt hier mein Linux-System. Ich logge mich mal eben ein. Ich starte mal OBS. Aus irgendwelchen Gründen verstellt sich immer OBS. Da muss man dann jedes Mal muss man das neu einstellen. Zum Beispiel das Flackern hier. Das wäre die Webcam, so habe ich sie genannt. So, jetzt wäre das richtig. Und hier fehlt noch das Commodore-Bild. Da muss ich hier auch mal reingehen und auf USB stellen. Und dann habe ich genau analog das Commodore-Fenster. Wenn ich es jetzt zum Beispiel hin und her sippe. Ja, man sieht, es ist eine leichte Verzögerung. Zum Beispiel bei einem Jump-and-Run-Spiel merkt man doch diese minimale Verzögerung. Weil das Ganze, das wird ja jetzt gesplittet. Und einmal auf dem Monitor ausgegeben und dann hier über die Capture Card und das Ganze wieder umgewandelt in OBS hinein. Und ja, da sind schon ein paar Millisekunden Verzögerung drin. Tut im normalen Programmieren, merkt man das gar nicht. Nur, wie gesagt, bei so einem Jump-and-Run-Spiel, wenn es so auf so eine hundertstel Sekunde drauf ankommt, dann merkt man das schon. Gut, wie man hier vielleicht sieht, ist alles schon ziemlich wild miteinander verkabelt und verknüpft. Und hier ist noch ein USB-Splitter. Hier habe ich noch mehrere Audio-Eingänge. Die habe ich schon beschriftet teilweise. Das ist hier für die Webcam. Das wäre jetzt für diese hier oben. Audio, der geht in die Retro-Skala hinein oder Richtung Retro-Skala, muss ich dabei sagen, um den Original-Sit-Sound vom Commodore abzugreifen und den dementsprechend mit OBS aufzunehmen. Das Ganze dann auch gekoppelt mit einem ganz normalen Headset-System. Ja, das ist halt eben meine Sprache dementsprechend dann auch parallel inklusive den Sound von dem Commodore gleichzeitig aufgenommen wird. Ja, der Stecker, hier steht PC drauf, beziehungsweise Laptop. Und der geht einfach nur direkt hier in den Monitor rein, einfach nur damit ich ein größeres Bild habe. Braucht man nicht zwingen, macht das Arbeiten aber doch ein wenig angenehmer. Ja, hier das ist für die USB-Maus. Und hier wäre ein wichtiges Teil, und zwar ein Audio-Video-Capture. So, mit dem ist es möglich, das Signal vom Commodore, welches umgewandelt wird, in HDMI mit der Capture-Card dementsprechend aufzunehmen. In OBS hinein, das wird als normaler USB-Port erkannt und kann das dann hier drüber dementsprechend dann auswählen. Das nennt sich hier in dem Fall USB-Video. Ich denke, man kann je nach Gerät auch dementsprechend einen anderen Namen haben. Hier sehe ich gerade, hier ist noch etwas falsch.
Also die Pufferung, die würde ich ja auch ausmachen. Denn durch die Puffung entsteht natürlich auch nochmal ein zusätzliches kleines Zeitfenster. Und das kann man dadurch auch nochmal minimieren. Ich schaue mal eben nach. Genau, hier Pufferung, der Haken, der sollte weg sein. Hier ist er schon weg. Und genau, Facecam. Das wäre die hier von meinem Laptop. Und die Webcam, wie gesagt, die habe ich vorhin schon gezeigt. Und hier soll die Pufferung auch aus sein. Gut, wie ist das Ganze miteinander verknüpft? So, dazu müsste ich jetzt einmal nach hinter den Commodore gehen, beziehungsweise hinter dem Monitor. Und ich versuche da mal ein paar Aufnahmen von dem Anschluss zu machen. Und zwar das rot-blaue wäre die Retrobox. Hier wird das Signal vom Commodore direkt über S-Video und die Retrobox wandelt das Signal praktisch ein HDMI-Signal um. Da ist ein HDMI-Ausgang. Das wäre praktisch ein Video-Out. Und das geht dann hier in den Splitter hinein, von oben. Und da steht auf den Stecker unten einmal drauf. Einmal geht es Richtung Capture, also Richtung Laptop. Und der andere, der geht dann in den Monitor. Und dahinter ist noch so ein Adapterstück. Der wandelt das Signal wiederum in VGA um. Ja, hier von der Seite aus sieht man halt eben den S-Video-Eingang. Und dieses graue Kabel hier, das geht direkt in den Commodore hinein. Und hier ist noch eine Absplitterung von dem Commodore-Kabel, sage ich mal. Und zwar hier runter. Und hier fange ich das Audiosignal ab. Genau, und auch wieder mit dem Adapter von Klinke auf Schinsch oder umgekehrt. Und da hinten auch wieder ein Adapter bzw. ein Splitter. Einmal dann für die Box. Und das andere Kabel, das wäre dann hier. Hier wäre der Audioeingang. Ja, hier ist auch so eine USB-Soundkarte, so nenne ich es einfach mal. Ja, da kann man Mikrofon dran anschließen und Kopfhörer. Ich brauche nur den Mikrofoneingang. Der wandelt das Ganze wieder um. Direkt für OBS. Und dann kann ich hier drüber dementsprechend dann meine Audioquellen anwählen. In dem Fall ist es dieses USB. Video, Audio, Analog müsste das hier sein. So nennt sich das jetzt hier. Nein, das wäre das. USB Plug and Play. Genau, auf Mono, das passt, weil mehr kann der Commodore eh nicht. Und das andere müsste jetzt mein Headset-System sein. Ja, und dann habe ich hier noch einen schwarzen Balken. Das ist einfach nur, ja, den brauche ich glaube ich gar nicht mehr, den kann ich eigentlich löschen. Machen wir mal weg. Damit ich einen etwas sauberen Übergang kriege. Aber das habe ich jetzt geändert. Das habe ich in Maske genannt. Und zwar sieht das nämlich so aus, das ist einfach nur ein PNG-Bild, sage ich mal. Da kann man das ungefähr erkennen. Ja, mit transparenten Löchern und mit dem Tux da drauf. Man könnte das vielleicht auch so lassen, aber da hat man nochmal so einen kleinen schönen Effekt. Dass das Ganze vielleicht ein bisschen smarter aussieht. Ist natürlich auch Geschmackssache, keine Frage. Und genau, ich müsste das hier nochmal richtig auf Position bringen. Das kann man hier auch dementsprechend noch ein bisschen anpassen. Hier drüber kann man skalieren, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält. Dann kann man dieses PNG-Bild auch noch so ein bisschen quetschen und stauchen oder eine Länge ziehen, wie auch immer. So, dass es halt eben passt. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Klar, Joystick, zwei Stück sind angeschlossen. Strom braucht man. SC2IEC ist auch selbsterklärend. Hier wäre dann dementsprechend der Stromanschluss. Ja, und da habe ich auch mir ein neues Netzteil für gegönnt, damit ich die 240 Volt auch dementsprechend gerecht werde. Weil die alten Geräte, die waren nur für 200, die alten Netzteile waren dann nur für 220 Volt ausgelegt. Genau. Ja, was gibt es sonst noch hier zu sagen? Ja, hier wäre der C64, den ich allerdings selten benutze, ab und zu mal zum Testen, falls ein Spiel hier drauf nicht läuft, gibt es vereinzelt Spiele, die laufen dann darauf. Aber es ist jetzt nicht der Rede wert, ganz normal übers USB angeschlossen. Ja, das soll es auch an der Stelle gewesen sein von meinem Setup. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, wie man es anschließen kann. Ich weiß, es gibt noch mehrere und andere Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu verkoppeln. Ja, das ist für mich jetzt so, mit dem Setup kann ich sehr gut leben. Es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Und ja, was will ich in dem Sinne mehr? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal OBS an und dann melde ich mich hier wieder über mein Headset-System.
So, und schon wäre ich über OBS mit euch verbunden. Ich sehe gerade, die Kamera hier ist noch nicht ganz richtig eingestellt. So, dann würde ich sagen, auf los geht's los. Ich drehe noch ein bisschen die Kamera, damit alles schön im Bild ist. So, womit beginne ich denn? Wir haben gesagt, was habe ich denn gesagt? Ich möchte ganz gerne etwas spielen, und zwar, mir ist ein bisschen nach Action. Ich hätte voll Lust, eine Runde Metal Gear mit euch zu spielen. Natürlich nicht Metal Gear, sondern Metal Warrior. Metal Gear, das war für eine andere Konsole. Und steht bei mir so auf Platz 1. Das ist bei mir momentan so das persönliche Ranking, wie ich die Spiele spielen möchte. So, mit Q geht man wieder raus. Und dann wäre man in dem ganz normalen Directory. Funktioniert auch prima mit dem Schnelllader. Das ist schon mal sehr gut. Ja, da wäre schon... Und mit One starten wir das Spiel. Ja, was natürlich faszinierend ist, ist natürlich einmal die Grafik als solches, die schön. Und natürlich die Musik. Die Musik ist absolut genial. Also da haben die Programmierer sich richtig was einfallen lassen. Also das sind bestimmt 5, 6, 7 Tracks, die wirklich alle super sind. Und... das alleine dafür lohnt sich dieses Spiel schon. Jetzt hat sich, glaube ich, die Kamera ein bisschen verstellt. Ein bisschen gerade, ne? So. Ich würde sagen, nicht lange fackeln. Weiter geht's. Genau, wo ist aber eine Polizei hier, ne? Die macht das schon für mich. Dankeschön. Münzen nehme ich natürlich mit, ist klar. Genau, wenn ich jetzt hier hochgehe. Vielleicht ist hier irgendwo Joe. Ne, ich bin nur auf einer anderen Ebene. Er schläft nur, ja, okay.